Reichlich Erfahrung für die dritte Mannschaft des HSV. Der ehemalige Nationalspieler Christian Rahn erweitert seit kurzem das Trainerteam der Oberligatruppe. Prominenz in der höchsten Amateurliga Hamburgs. Die Mission für das Trainerduo Rahn und Rabenhorst ist klar. Sie lautet Klassenerhalt. Über 100 Bundesliga-Partien hat der ehemalige Profi auf dem Konto. Fachkenntnisse, von denen die junge Mannschaft profitieren soll. Ich habe natürlich einiges in meiner aktiven Laufbahn auch erlebt. Habe auch jetzt die letzten beiden Jahre im Nachwuchsbereich beim HSV schon einiges mitgenommen. Und ich glaube, dass ich mich mit Rabe ganz gut ergänze, dass er sich viel im Amateurbereich auskennt, ich mich im Leistungsbereich und dass wir voneinander gut profitieren werden. Nur 7 Punkte aus 15 Oberliga-Partien. Der HSV aktuell Tabellenschlusslicht. Die Hinrunde für Trainerkollege Markus Rabenhorst alles andere als optimal. Klar, das ein oder andere nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht persönlich vorgestellt hätte. Nichtsdestotrotz, Christian und ich, wir gucken beide nach vorne, bewerten das hier und jetzt und wollen natürlich jetzt in den Spielen, die wir jetzt noch bis zur Winterpause haben, da möglichst viele Punkte einsammeln. Und dann werden wir uns auch zusammensetzen und dann nochmal die gesamte Hinrunde einmal auswerten und schauen, an welchen Stellschrauben man noch drehen kann, damit man in der Rückrunde dann nochmal Vollgas geben kann. Es steht eine Menge Arbeit an für das neue Trainergespann. Rabenhorst selber jahrelang in der Regionalliga aktiv, Rahn mit 5 Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft. Die beiden wirken eingespielt, tauschen sich täglich aus und vertreten die gleiche Ansicht von Fußball. Ja, ich habe mich vor jetzt knapp 3 Wochen habe ich mich mal mit den Verantwortlichen hier vom e.V. unterhalten. Die konnten sich das ganz gut vorstellen, dass ich mich da auch in der Mannschaft einbringe. Habe mich dann mit Rabe mal getroffen gehabt. Glaube ich, dass wir relativ schnell auch auf einer Wellenlänge sind, dass wir uns gut ergänzen, dass wir beide voneinander profitieren können und dass wir hoffentlich ein paar mehr Punkte holen werden die nächsten Wochen. Ja, jetzt sind ein paar Wochen vergangen und es ist immer noch so, dass wir uns gut verstehen, auch in eine Richtung denken und das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, was jetzt in den nächsten Wochen auch entscheidend sein wird. Früher ausverkaufte Arenen, heute Amateuratmosphäre. Rana, wie er nur genannt wird, ist back to the roots. Dennoch, der Support für die dritte Mannschaft des HSV ist beachtlich. Über 300 Anhänger pushen ihr Team bei den Heimspielen. Für Oberliga-Verhältnisse ein guter Zuschauerschnitt. Ja, also die 3 Spiele, wo ich jetzt mit an der Seitenlinie stand, muss ich sagen, fand ich wirklich super, dass uns so viele Fans auch zu den beiden Heimspielen oder auch zu dem Pokalspiel bei Sternschanze unterstützt haben. Die machen schon auch Radau, feuern die Mannschaft rigoros an. Wir müssen es nur jetzt schaffen, dass wir es mit Punkten auch zurückzahlen. Also ich finde es nach wie vor klasse, dass sie immer dabei sind bei jedem Pokalspiel, ob es da gegen den Kreisligisten geht oder gegen den Oberligisten, ob wir hier Testspiele haben, also sind immer mit an Bord und ja, großes Lob natürlich in die Richtung und ich hoffe, dass es weiterhin dabei bleibt. Professionelle Ansätze, ein neues Trainerduo und lautstarke Unterstützung sollen in den nächsten Wochen für die notwendigen Punkte sorgen. Denn egal ob Bundes- oder Oberliga, der Begriff Abstieg soll beim HSV weiterhin ein Fremdwort bleiben. Auch das kennt Christian Rahn noch aus seiner Zeit als Spieler.